Hallo, meine Lieben, willkommen zurück. Wenn du neu dabei bist, dann freut es mich, dass du hier bist. Mein Name ist Bibi, ich bin 42 Jahre jung und liebe Make-up. Und heute möchte ich einen. Na? Genau, auf jeden Fall. Und heute möchte ich auf. Oh Gott, oh Gott. Wow! Und heute möchte ich auf jeden Fall einen Everyday Make-up Look, also schminken, und zwar den, wie ich ihn persönlich trage, mit den Produkten, die ich liebe. Aber ohne groß weiter zu quatschen, damit das Video wieder kurz wird, lassen wir das Intro ab und ich bin gleich da. Viel Spaß beim Zuschauen meiner Tanzkünste. Könnt euch gerne den ein oder anderen Schritt abgucken. Also, mir ist bei meinem Everyday Look immer wichtig, dass ich weiß, dass die Produkte funktionieren. Und heute schminke ich es mit meinem Everyday Look mit Produkten, wo ich weiß, die funktionieren, halten relativ lange. Genau. Und ja, wenn ich mich schminke, dann meistens so im Alltag eben. Und anfangen tue ich immer mit dem Primer. Und für mich funktioniert der Hangover Primer von, der hier, von Too Faced bis heute nach Jahren, ist das ein ständiges Nachkaufprodukt von mir, weil es einfach wirklich für mich funktioniert. Die Base ist leicht sticky. Es ist feuchtigkeitsspendend. Es zieht gut ein in die Haut. Genau, und auf jeden Fall einer meiner liebsten Primer. Ich habe da mehrere, aber wenn ich auf die Schnelle zu einem greifen muss, dann ist es meistens dieser. Er funktioniert halt auch mit meiner sehr sensiblen Haut. Also ich habe wirklich empfindliche, sensible Haut und da funktioniert er auch gut, weil es gibt genug Primer, die ich schon ausprobiert habe, die für meine dünne Haut, vor allem im Wangenbereich, wie ihr sehen könnt, eben die ganzen Rötungen und die ganzen Teleangiektasien, die Blutgefäße bei mir, da, so, die Schnelle. Davon ganz viele. Und wenn die Haut dünner ist, scheint das ja noch mehr durch. Und da gibt es genug Primer, die bei mir so richtig kribbeln auf der Haut und leicht brennen und die kann ich dann nicht nutzen. Das geht dann nicht. Die sind dann zu aggressiv. Und das ist der Primer nicht. Also deswegen, ich liebe ihn und kaufe ihn immer wieder nach. So. Als nächstes, was bei mir auch im Alltag nicht fehlen kann, ist einfach der von Charlotte Tilbury, der Magic Vanish, dieses Under Eye Corrector, und den setze ich mir nur ganz leicht an die Stellen, wo ich Verfärbungen habe. Okay, meine Haut schuppt zurzeit jetzt da unten, weil es komplett austrocknet. Und bei jeder kleinsten Reibung zerlegt es sie. Genau, als nächstes kommt eine Foundation. Heute nehme, genau, und als Foundation nehme ich die von Dior, die Forever Skin Glow. So, die kennt ihr auch schon von mir. Ich habe sie in der Farbe 2N. Diesmal tue ich sie mir aber auch auf einen Teller. Als Pinsel nehme ich von Soeva so einen Stippling Brush. So, um kein allzu deckendes Ergebnis zu erzielen. Aber ich muss immer am meisten auf die Nase und die Wangen. Dort brauche ich meistens die meiste Deckkraft. Aber heute decken wir nicht alles ab wie in den anderen Videos, so, also wirklich wegdecken. Das sage ich immer wieder und dann landet immer wieder mehr auf meiner Haut, weil ich diese Rötungen nicht mag. Also ich mag die Foundation total. Sieht man, oder, dass die echt schön ist. Also ich mag sie total. Vor allem, sie setzt sich nicht in meinen ganzen kleinen Fältchen, ich habe davon ganz viele. Die setzt sich da nicht ab. So, der mir liebste Concealer, wo ich eben weiß, dass er funktioniert, sind andere, also einer meiner Liebsten ist der von Dior, der Forever Skin der Forever Skin Correct von Dior in 1,5N. Im Alltag nehme ich gern sogar gleich, also einen Concealer in derselben Nuance wie den
wie die Foundation. Der ist jetzt eine halbe Nuance heller als die Foundation. So. 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 Wirklich ganz leicht nur auf die Nase. Es soll ja Alltags-Make-up sein. Bei mir ist es so, wenn ich möchte ein Alltags-Make-up schminken und irgendwie ist es dann häufig so, dass ich da sitze und voll gestylt bin, als ob ich zu einem Festival gehen würde. So, das klopfe ich mir jetzt ein. Genau, und dafür verwende ich meistens eben einen im Alltag durch das gleich mitten durch das Auge abdecken auch. Also das Auge decke ich nicht ab, sondern na, im Erklären muss ich noch besser werden. Ah, wo war ich genau? Die Augen tue ich meistens auch. Wie soll ich sagen? Ich krieg das jetzt nicht hin. Genau. Die Augen tue ich meistens auch ab, also ausebnen und ausgleichen, gleich mit dem Concealer und so im Alltag. Vor allem, ich tue im Alltag keine Augen-Make-up-Looks großartig machen. Ihr werdet das gleich sehen. Es soll ja doch für mich jetzt persönlich, für den Alltag, ist das mehr wie genug. Ich glaube, man kann erkennen, dass Rötungen noch durchschauen. Jetzt nehme ich das Charlotte Tilbury Airbrush Flawless Finish Powder. Diese langen Namen gehen mir so am Nerv, am Sack. Genau, für die Under Eye Area zum Setten nehme ich das Airbrush Flawless Finish Powder. Skin Perfecting Micro Powder. Heieiei. Mir ist schon klar, dass die alles, was das Puder kann, rein haben wollen im Namen. Aber wenn man das jemanden wenn man jemanden sagen will, hey, das und das Puder ist toll, vergisst man doch den ganzen Namen und sagt mehr oder weniger eigentlich nur das von Charlotte Tilbury, das Flawless Finish. Ich sollte eigentlich gar nicht pudern bei meiner Haut, aber es muss einfach sein. Weil es kriecht sonst noch schlimmer in meine Falten, als es ohnehin in die Falten kriecht. Jeder Concealer, auch auch die festen, die meistens in so Glastiegeln sind. Alle Concealer creasen, wenn Falten da sind. Das ist Physik, glaube ich, ist das, dass es gar nicht anders geht, wie dass es reinkriecht. Es ist flüssig und sucht sich eben die Fältchen und kriecht da hinein. Als nächstes nehme ich mein altbewährtes. Die, was mir schon länger zuschauen, wissen jetzt, welches Puder kommt. Das von MAC, von MAC das Mineraline Skin Finish. Das Puder mag ich deswegen, weil es nicht so tot abmattierend ist, weil es so fein ist, dünn ist, einen ganz, ganz leichten Sheen hat. Genau, und so auch Leben noch im Gesicht lässt. So. Ich habe vergessen, mein Make-up abzuklopfen. Nehmt es mir nicht böse. Den Schritt habe ich vergessen. Normalerweise tue ich das Make-up noch mit einem Schwamm einarbeiten. Mache ich sonst immer, habe es jetzt einfach vergessen. Weil die Aufnahme gestoppt hat und ich dann voll auf das konzentriert war. Das ist dann auch, man kann es greifen, es ist dann auch noch leicht feucht. Aber das stört mich nicht. Im Alltag will ich es überhaupt nicht komplett abmattiert haben. Also komplett tot abmattiert. Und ich baue mir das immer so in leichten Schichten auf. So. Das war der Puderpinsel. Scheißdreck, das war doch. So, wer meine Videos länger mitverfolgt, weiß, dass ich dasselbe Puder auch einfach nur konzentrierter mir die Nase damit konturiere. Einfach nur um dieses Kontur wieder rein zu schaffen und nicht jetzt wirklich Kontur, weil das will ich im Alltag nicht. Das mache ich meistens wirklich nur, wenn ich auf irgendwelche Veranstaltungen gehe, fortgehe. So, ich glaube, ihr seht, was ich meine. Dass ich da nicht mehr tue, einfach nur damit wieder
Nase, Nase ist. Wie sieht euer Alltags-Make-up aus? Was sind eure Lieblingsprodukte im Alltag? Vielleicht ist da was für mich dabei. Habt ihr Empfehlungen, die ihr nutzt, auf die ihr schwört, wo ihr wirklich sagt, diese nutze ich, weil ich weiß, dass sie funktionieren. Raus mit den Empfehlungen in die Kommentare. Jetzt, sofort. Nee, schaut zuerst das Video weiter und dann haut in die Kommentare. So, als nächstes kommt ein Bronzer, der für mich sehr gut, aber bei Bronzer ist es so, da funktionieren mehrere für mich. Beim Bronzer ist es wirklich so, dass ich einmal den, einmal den. Heute habe ich mich für den NARS Laguna Bronzer in Matt entschieden. Den hier. So schaut er aus. So. Und bronze mir so mein Gesicht. Aber eben nicht zu viel. Ja, ja, nicht zu viel. Und dann hast, siehst du nachher im Video, wie viel du darauf geknallt hast. Man erkennt in diesem Licht das nicht ordentlich. Man, ich sehe es dann immer im Video, wie viel das ist. Ja, es wird dann zu viel. Seht ihr? Katastrophe. So, den Rest tue ich. Ich tue jetzt nicht nochmal Produkt aufnehmen. Den Rest auf dem Pinsel tue ich auf meiner riesengroßen Stirn. Können Hubschrauber landen. So, aber damit ich das ein bisschen abschwäche, nehme ich den Puderpinsel von vorher. So, und klopfe mir das noch ein bisschen ab. Gleich viel besser. Meine andere Area ist eine Katastrophe. So, auf jeden Fall kommt jetzt Blush. Mein mir liebster. Ah, bevor ich vergesse. Ich habe den Bronzer jetzt nochmal rausgeholt, weil ich vergessen habe. Was ich im Alltag gerne mache, ist einfach nur mit dem Bronzer in so einem fluffy Pinsel und mir das und setze mir das grob in meine Lidfalte, blende das aus. So. Einfach nur ein bisschen die Lidfalte betonen. Mein liebster Blush, vor allem im Alltag, ist von MAC. Diese Mineralized Skin Finish, glaube ich, heißen sie. Nein, Mineralized Blush heißen sie. In der Farbe Warm Soul. Der hat einen leichten Sheen. Ist so, ich glaube, man lässt sich erkennen. Der hat so ein, ich kann die Farbe nicht, so ein leichtes Braun, zart, also so ein zart Braun, rosa, für den Alltag einfach perfekt. Und er passt einfach auch zu jedem Look, dieser Blush. Also, wenn es ihn noch gibt, geht und holt ihn. Ihr werdet ihn lieben, so wie ich. Wieso wirklich im Bild so orange? Ich bin nicht orange. Du bist auch in echt nicht so orange. Wie wirkst du, wieso wirkst du dein Bild orange? Egal. Dieser Blush, molte Beine, hat keine schönen Beine, hat nichts. Der war schlecht, ich weiß. So, gehe mit so einem fluffy Blushpinsel rein. Ich tue das auch in Richtung rauf meistens, weil ich finde, das gibt so einen Pinsel häufig. Ich setze es mir meistens eben so rauf. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass diese Art von Blush auftragen, so nach rauf, so einen eigenen, und seht ihr diesen Sheen im Blush? Sieht man das? Oder soll ich noch mehr drauf knallen? Ich darf nur nicht übertreiben. So, tupfe ich mir das rauf. Sieht man das? Ist es jetzt schon zu viel? Also ich sehe das hier in dem ganzen Licht so schlecht. Bin wahrscheinlich orange für euch. Hier bin ich nicht orange. Ich bin gespannt, wie ich draußen im Alltag bin. Aber ich glaube, Wimperndusche rettet alles. Genau, und jetzt die andere. Nein, es ist definitiv zu viel Blush, Frau. Du hast zu viel Blush drauf gegeben. Jetzt müsst ihr mit diesem vielen Blush leben. Aber ich glaube, ich gehe nachher ein bisschen mit dem Foundation-Pinsel drüber. Viel zu viel Blush. Meinst du es gut mit Blush? Das müssen wir jetzt ein bisschen abschwächen. Ich gehe in den Foundation-Pinsel und versuche das ein bisschen abzuschwächen jetzt. Gleich besser. Man sieht den Unterschied. Gleich besser. Als sanften Highlight verwende ich gerne diesen in dieser Hourglass-Palette, diesen Edit, Volume Edit. Es war Limited Edition, war eine Limited Edition Lighting Edit Volume 4, aber im Hourglass bringt immer wieder diese Paletten raus. Und dieser Highlighter heißt Strobe Powder Euphoric Strobe Light. Den, wenn jemand auf zartes Highlight steht, kann ich den mehr als empfehlen. Und ich bin mir sicher, die haben den in der normalen Größe auch. Highlighter tue ich aber bei jedem.
abklopfen. So, und ich glaube, man sieht, dass das wirklich nur sanft ist. Wirklich nur, damit es ein bisschen das Licht reflektiert, Leben ins Gesicht bringt. Mehr ist es nicht. Was ich noch gerne mache, auch im Alltag, ich finde, das geht, das kann man machen. Eigentlich kann man alles machen, jeder kann machen, was er will. Ich setze mir gerne auch im Alltag so ein Inner Eye Corner Highlight. Hey. Weil ich finde, das verleiht den Augen so eine extra Portion Strahlkraft. Ich mache jetzt schnell meine Augenbrauen und bin gleich wieder zurück. Nicht weggehen, bin gleich wieder da, aber es dauert dann das Video nicht mehr lange. Ihr könnt währenddessen ja gerne ein Like da lassen. So, da bin ich wieder mit Eyebrows on Fleek. Das wirkt auf euch, habe ich das Gefühl, orange. Mein Make-up habe jetzt extra kontrolliert. Es ist nicht orange. Dieses Licht macht mich fertig. Ich muss herausfinden, wie das mit dem Licht am besten besser geht. Aber vielleicht wirkt es gar nicht so orange und dieses Licht täuscht mich gerade auf die Bildschirme, dass es orange ist. Auf jeden Fall glaube ich, Wimperntusche rettet das jetzt ganz das Aussehen. Was mich fertig macht, ist meine Under Eye Area. Und diese Allergien, hat von euch auch jemand mit Allergien zu kämpfen? Weil ich schaue immer fix und fertig aus. Das ist, als ob ich 7 Wochen nicht geschlafen hätte. So wirklich wegen diesen Allergien. Aber egal, wir kommen jetzt zur Wimperntusche. Weil Augenbrauen biegen, Augenbrauen biegen. Wimpern biegen kann man auch, oh Gott, diese Mähne. So, den Wimpern biegen kann man auch im Alltag. Biege, 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 biege. Und ich biege übrigens meine Wimpern einmal ganz nah am Wimpernkranz und dann ziehe ich sie einmal hoch ein bisschen und biege sie weiter oben nochmal, damit sie schön. Also, ich versuche eine Wimpernwelle zu erzeugen. Also, ich glaube, man erkennt den Unterschied zu vorher, oder? Macht schon was her. Als Wimperntusche, wie könnte es anders sein? Für mich zurzeit am liebsten der Colossal Curl Bounce von Maybelline. So. Also die hat mein Herz erobert. Und ich mag normalerweise keine diese solche Bürsten. Mag normalerweise nur Gumminoppen. Gummi. This is kind of dirty. Nee, ich mag nur Gummibürstchen. Jetzt habe ich mir immer mehr Mascara drauf und verhunze mir alles. Jetzt kommen wir zu den Lippen. Bei den Lippen darf es im Alltag bei mir manchmal mehr sein. Farblich jetzt. Zum Beispiel jetzt im Frühling bin ich jemand, der gerne so rosastichigere Lippenstifte. Im Frühling bin ich jemand, der gerne so rosastichige Lippenstifte benutzt, Liquid Lipsticks oder peachfarbene Liquid Lipsticks. Haben wir uns den drauf? Ich habe mir den drauf. Das ist so, der ist von MAC Intoxica. Ich weiß gar nicht, ob es den noch gibt. So ein dunkles Pink ist das, so ein blaustichiges Pink. Mal ein bisschen Farbe, aber da muss ich mir die Lippen umranden dafür. Von Trend It Up, oh, den habe ich noch nicht mal benutzt. Den benutze ich auch nicht, der hat so einen weißen Schleier drauf. Seht ihr das? Oh, giftig! Ich bin übrigens jemand, bei dem bei mindest haltbar Biss ist für mich wie tödlich ab. Also da bin ich sehr ui, ui, ui. Aber nicht bei Schminke. Beim Essen ist das so bei mir. Ich bin da sehr heikel. Ich habe einen Lip Liner gefunden, den man dafür benutzen kann. Er ist zwar heller und er ist eher so mauvig, aber man kann ihn dafür benutzen. Reden ist halt schwer, wenn ich die Lippen konturiere. Ah, übrigens, der Lip Liner ist von Catrice, Ultimate Stay Lip Liner. In der Farbe 050 Rosy Rose. Jetzt kommen wir zum Lippenstift. Ich swatche ihn auch mal. Angeblich ist er matt. So, das ist der Lippenstift. Oh, im Swatchen bin ich ein Hammer. Aber er ist echt schön.
So. Und dann fahre ich mir raus. Aber ist er nicht schön? So schön pinkig. Ich bin nicht für grelle Lippenstifte gemacht. So. Eigentlich ist es ja schon so sommerlich. Wir haben noch nicht mal Frühling und ich will schon Sommerlooks machen. Was nicht fehlen darf, auch im Alltag nicht, ist ein Setting Spray. Und zwar, ich mag total das Too-Faced Hangover 3 in 1 Prime Set Refresh Setting Spray. So, dieses. Oh, ich hoffe, die Wasserdusche. Die Wasserdusche. Ich hoffe, die Wimperndusche tut es nicht zerlegen. Während ich sprühe, könnt ihr gerne liken. So, lass das schnipsen. Vor allem mit der Hand schnipst du ja gar nicht. Egal. So, das ist der fertige. Ich habe schon wieder geschnipst. Egal, ignorieren. So, und das ist der fertige Look. So sieht mein Alltags-Make-up aus, mein Everyday-Look. Im Frühling und Sommer trage ich lieber Farbe auf den Lippen statt auf den Augen. Aber generell tue ich auf den Augen im Alltag nicht wirklich viel. Außer ich bin wirklich gut drauf und habe die Zeit und nehme mir die Zeit, dass das Augen-Make-up auch poppt. Ständig gehen ums Poppen und Knallen bei dir. Einfach ignorieren. Ich hoffe auf jeden Fall, dass euch das Video gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, ihr wisst, da oder da ist ein Like. Den kann man klicken. Klickt ihn doch, damit ich weiß, ob euch meine Videos gefallen. Und es ist für mich wirklich so ein Art Zeichen, dass euch meine Arbeit gefällt. Ja, genau. Und bevor ich vergesse, wenn ihr neu dabei seid, würde es mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Und an alle aktiviert das Glöckchen, damit ihr kein Video verpasst. Ich danke euch jetzt von ganzem Herzen fürs Zusehen und freue mich schon, wenn ihr das nächste Mal mit dabei seid bei Bibi. Ich glaube, in Zukunft sagst du das nicht mehr. Das ist blöd. Auf jeden Fall freue ich mich, wenn ihr das nächste Mal mit dabei seid, wenn es heißt Make-up mit Bibi. Bleibt mir gesund, habt einen schönen Tag oder Abend, je nachdem, wann ihr zuseht. Genau, und das war's. Ah, ihr findet hier noch Video verlinkt und da könnt ihr mich abonnieren. Also, bis bald. Tschüss. Jetzt seid ihr mir los. Jetzt seid ihr mich los. Tschüss.